Und nochmals Hallöchen. Ich sag's eigentlich immer wieder und willkommen zu einem neuen Wi-Fi-Kampf. Diesmal gegen den René. Und das Team hatte schon in sich mit Knackrack, Rihornio und Logok. Also entweder hatte er ein Mega-Knackrack oder ein Mega-Logok. Aber das seht ihr jetzt selbst. Ich kämpfe natürlich wieder mit meinem gleichen Team, mit Kapaloris, Duokles und Trikefalo. Wobei ich sagen muss, dieser Kampf war jetzt recht kurz. Das seht ihr aber dann auch. Er schickt Logok rein. Wahrscheinlich ein Speedboost-Logok, dachte ich. Und er mega entwickelt es. Und ich denke, nein, ey, komm schon, nicht mega Logok. Dieses Mainstream-Kack-Ding. Also sorry, aber Logok wird so von so vielen benutzt. Und der Turmkick. Oh nein, ich denke, nein. Ich habe mit 25 KP überlebt und konnte immerhin noch einen Regentanz machen. Was mich aber dann gewundert hat. Er macht Temposchub, klar. Aber plötzlich war ich schneller. Ich war einfach schneller als Mega-Logok. Die anschließende Hydro-Pumpe war natürlich ein One-Hit. So viel zu einem Mega-Pokémon. Kapaloris ist nicht mega entwickelt. Naja, Knackrack kommt raus. Ich denke, komm, mit einer Hydro-Pumpe kann ich genug Schaden machen. Im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht hätte ein Eisstrahl mehr gebracht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nicht erfahren. Jedenfalls ist Kapaloris dann besiegt worden, hat auf jeden Fall eine Menge rausholen können und schickt dann Trikefalo rein. Und was mich gewundert hat, es war kein Walschal-Knackrack und es war auch jetzt nicht irgendwie so hart geboostet, dass es schneller war als mein Trikefalo. Der Drachenpuls war dann das endgültige Ende von Knackrack und er schickt noch Rihornio rein und für so einen Fall habe ich meinen Trikefalo Lichtkanone beigebracht, eigentlich um Feen-Pokémon damit zu treffen, aber Rihornio war gerade der passende Gegner als Gestein-Pokémon. Ja, die Citrobeere bringt nicht wirklich was, weil es dann besiegt wird und bei vielen da dachte ich, es ist vorbei. Ich habe mit 5 KP überlebt, ich hatte mein Herz in der Hose hängen, aber war dann doch glücklich, als die letzte Lichtkanone dieses Monster besiegt hat. Ich meine, ich hatte noch Duokles gehabt, aber boah, ich habe so Schiss gehabt. und das war's auch schon. Das waren leider nur 6 Runden und tja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.